Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 24, Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und Bündnis 90 die Grünen betreffend neuer Tarifabschluss für Hessen bringt deutliche Verbesserungen für Tarifbeschäftigte, inhaltsgleiche Übernahme des Tarifergebnisses für die Beamten und Beamten, Drucksache 19/4660, zusammen mit Tagesordnungspunkt 18. Antrag der Fraktion der SPD betreffend Übertragung der Tarifergebnisse für Landesbeschäftigte auf Beamtinnen und Beamte im Land Hessen, Drucksache 19/4620, vereinbarte Redezeit 10 Minuten. Und als Erster spricht Kollege Bauer, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Hessen ist ein Spitzenland, und dazu gehört ein leistungsstarker und gut bezahlter öffentlicher Dienst. Und weil das so ist, haben CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN beschlossen, die Gehaltserhöhung für Tarifbeschäftigte in Hessen auch auf die Beamtinnen und Beamten des Landes zu übertragen. Konkret bedeutet das, die Bezüge der Beamten und Versorgungsempfänger werden zum 1. Juli 2017 um 2% und zum 1. Februar 2018 um weitere 2,2% spürbar erhöht. Das ist eine gute, das ist eine richtige Entscheidung, meine Damen und Herren. Durch die Begrenzung der Beamtenbesoldung haben wir den Beamtinnen und Beamten in den vergangenen Jahren viel zur Haushaltskonsolidierung abverlangen müssen. Sie haben ihren Beitrag geleistet. Die gute konjunkturelle Lage und auch die erfolgreiche Finanzpolitik der vergangenen Jahre sind die Grundlage dafür, nun für die Beamtinnen und Beamten deutliche Verbesserungen zu schaffen. Wir haben ein Paket geschnürt, das sich sehen lassen kann. Erstens. Die Beamten und die Versorgungsempfänger bekommen ein deutliches Lohnplus. Zweitens. Mit dem Jobticket kommen weitere Vorteile hinzu, die es sonst nirgends in der Republik gibt. Und drittens. Tritt ab dem 1. August die bereits beschlossene Arbeitszeitverkürzung auf 41 Wochenstunden in Kraft. Und zusätzlich haben wir beschlossen, das Lebensarbeitszeitkonto fortzusetzen, sodass die Beamtinnen und Beamten auch hier eine Stunde Reduktion erhalten können. Ein solches Paket, meine Damen und Herren, ist einmalig. Das gibt es nur bei uns in Hessen. Meine Damen und Herren, Hessen hat einen leistungsstarken öffentlichen Dienst. Wir haben engagierte Beamtinnen und Beamte, und sie prägen mit ihrer Erfahrung, mit ihrer Kompetenz und mit ihrer Bürgernähe maßgeblich das Bild der Landesverwaltung und der untergeordneten Behörden in der Öffentlichkeit. Auf diese Leistungsstärke, auf diese Leistungsbereitschaft, engagiertes und serviceorientierter Einsatz für die Bürgerinnen und Bürger, dafür zu arbeiten, dafür bedanken wir uns, und dafür setzen wir auch in Zukunft unsere Maßstäbe. Die Beamten des Landes erbringen in vielen Bereichen wichtige Leistungen für unser Gemeinwesen. An dieser Stelle ist es auch meine Aufgabe, einmal Dank zu sagen für die verschiedenen Bereiche, für Staat und Verwaltung, für die engagierte Mitarbeit aller Mitarbeiterinnen und Beamten im öffentlichen Dienst. Ein herzliches Dankeschön. Und wir lösen auch einige Probleme, die in der Vergangenheit an uns kritisch herangetragen worden sind, z.B. die Arbeitszeit, die bisher bei der Vollzeittätigkeit regelmäßig bei 42 Wochenstunden lag. Sie wird zum 1. August 2017 auf regelmäßig 41 Wochenstunden gesenkt. Und das zum Ausgleich dieser 42. Wochenstunde eingeführte Lebensarbeitszeitkonto, auf den die entsprechende Stunde bisher eingezahlt werden konnte und flexibel ausgenutzt werden konnte, das bleibt erhalten. Und künftig wird sogar die 41. Stunde gutgeschrieben. Und auf die Dienstzeit bezogen kann man davon sprechen, dass die wöchentliche Arbeitszeit damit für alle Beamtinnen und Beamten bei 40 Stunden liegt. Das ist eine gute Nachricht, die auf breite Zustimmung gestoßen ist. Und da sind wir auch stolz darauf, dass wir das hier verkünden können, meine Damen und Herren. Und eine weitere gute Nachricht ist auch, dass es weiterhin die Möglichkeit gibt, das Lebensarbeitszeitkonto weiterzuführen. Das ist eine wichtige Maßnahme zur Steigerung der Attraktivität des öffentlichen Dienstes. Das Lebensarbeitszeitkonto erlaubt nämlich den Beamten, sich in besonderen Lebenssituationen, z.B. zur Pflege von Angehörigen oder zur Ausweitung der Elternzeit, freistellen zu lassen. Das Lebensarbeitszeitkonto ist ein Erfolgsmodell, meine Damen und Herren, eine sinnvolle Möglichkeit, im Interesse der Beamtinnen und Beamten flexibel ihre Arbeitszeit zu gestalten und sie im öffentlichen Dienst fortzusetzen.
Das Lebensarbeitserkonto wird mittlerweile auch von allen Beteiligten nach anfänglicher Skepsis inzwischen weithin anerkannt und wertgeschätzt. Eine gute Entscheidung für Hessen, dieses Lebensarbeitserkonto zu flexibilisieren, meine Damen und Herren. Und weil alle guten Dinge drei sind, kommt das Jobticket noch dazu. Für Tarifbeschäftigte und Beamten ist das ein weiterer Beitrag für deutliche, spürbare und nachhaltige Verbesserungen im öffentlichen Dienst. Alle 135.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können somit Busse und Bahnen in Hessen künftig kostenlos nutzen. Das ist nicht nur erstens eine deutliche finanzielle Entlastung für die Berufspendler, sondern zweitens auch ein wichtiges Signal für die Stärkung des ÖPNV und drittens auch ein Beitrag für mehr Klima- und Umweltpolitik, wenn nämlich mehr Menschen Bus und Bahn nutzen. Wie auch schon bereits das Schülerticket ist das ein Erfolgsmodell, denn auch die Schüler können ja in Hessen kostenlos jetzt die entsprechenden Verkehrsmittel auch nutzen. Für 365 Euro, für einen Euro am Tag in Hessen weit fahren. Meine Damen und Herren, das ist einmalig bundesweit. Wo gibt es denn so etwas? Nennen Sie mir einmal ein Beispiel, wo ab dem 1. Januar 2018 sämtliche Landesbeamte und sämtliche Tarifbeschäftigte auch außerhalb der Arbeitszeit und der Arbeitswege hessenweit kostenlos den nahen Regionalverkehr nutzen können. Außerdem gilt es auch, dass die Mitnahmeregelung funktioniert in den jeweiligen Verkehrsbetrieben. Das heißt, Sie können beispielsweise auch Kinder und Angehörige ab 19 Uhr und an den Wochenenden kostenlos mitnehmen. Wir bringen Ökologie und Ökonomie zusammen. Das gibt es nur bei uns. Das Jobticket Made in Hessen ist eine einmalige Erfolgsgeschichte, meine Damen und Herren. Ich hatte eingangs gesagt, Hessen ist ein Spitzenland. Und weil wir das sind und weil wir das auch bleiben wollen, brauchen wir einen leistungsstarken und gut bezahlten öffentlichen Dienst. Und wir begrüßen deshalb auch ausdrücklich den neuen Tarifvertrag für Hessen. Unser Dank gilt den Tarifparteien, die mit Augenmaß und Verantwortungsbewusstsein zum Wohle der Tarifbeschäftigten als auch des Landes ein sehr gutes Ergebnis erzielt haben. Die Lohnsteigerungen sind bereits bekannt. Sie erhalten ein deutliches Lohnplus für alle 45.000 Tarifbeschäftigten. Und es gibt darüber hinaus noch eine Mindesterhöhung von 75 € für die unteren Entgeltgruppen. Es gibt eine Zulage für die Auszubildenden zu den Stichtagen jeweils von 35 € und einen zusätzlichen Urlaubstag. Meine Damen und Herren, der hessische Tarifvertrag bildet ab, was wir in Hessen leisten, und er bildet viele Vorteile ab, die die anderen Angestellten in anderen Ländern nicht haben. Der hessische Tarifvertrag ist eine gute Entscheidung für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst in Hessen, meine Damen und Herren. Wir haben nämlich Maßnahmen, die es woanders nicht gibt. Zum Beispiel erhält jeder hessische Tarifbeschäftigte für jedes Kind 100 € im Monat zuzüglich, 53 € für das dritte und jedes weitere Kind. Wir haben in Hessen einmalig einen Freizeitausgleich für Tarifbeschäftigte, für Personen, die ehrenamtlich engagiert sind, ein Element, das es so nur in Hessen gibt. Wir haben zusätzlich eingeführt eine zusätzliche Endstufe für die Entgeltgruppen 9 bis 15. Damit haben wir zusätzliche Gehaltssteigerungen für langjährige Beschäftigte. Und wir haben in Hessen eingeführt das Prinzip der stufengleichen Höhergruppierung, ein Anreiz für Leistungsträger. Das gibt es nur in Hessen, genauso wie die Fachkräftezulage für die Gewinnung von Fachkräften von bis zu 1.000 € zusätzlich im Monat. Meine Damen und Herren, das ist ein starkes Signal für den öffentlichen Dienst, der bei uns in Hessen in guten Händen ist. Und ich komme nicht umhin, ein weiteres Element zu erwähnen, das es auch nur so in Hessen gibt. Denn in einem weltanschaulich religiös neutralen Staat sollen die Beschäftigten des Landes den Bürgerinnen und Bürgern mit offenem und erkennbarem Gesicht gegenübertreten. Daher besteht über ein Verbot der Vollverschleierung im öffentlichen Dienst innerhalb der Koalition und mit dem Tarifabschluss auch zwischen den Tarifpartnern Einigkeit. Das ist gut so, meine Damen und Herren. Und zum guten Schluss darf ich noch zitieren, dass mittlerweile auch die Beamtenschaft anerkennt die Bemühungen der Landesregierung im Bereich der Beamtenbesoldung. Wir können dort nachlesen, ich darf wörtlich zitieren aus einer Pressemitteilung vom 14. März, Zitat:
Wir anerkennen die Bemühungen der Landesregierung unter Ministerpräsident Volker Bouffier, den Tarifabschluss für die Angestellten im öffentlichen Dienst auch auf die Beamten zu übertragen. Und mit Genugtuung stellt der DBB Hessen fest, dass der Weg zur 40-Stunden-Woche für die Beamten eingeschlagen wurde. Zitat Ende. Das ist ein gutes Signal. Das ist richtig. Ja, Moment, das Lob müssen Sie schon ertragen, Herr Kollege Rudolph. Das Lob müssen Sie ertragen. Wenn Sie uns die Postings vorhalten von Kritik, müssen Sie auch das Lob aushalten. Und natürlich sind wir auf dem Weg ein gutes Stück vorangekommen. Wir werden auch weiterhin an Verbesserungen arbeiten. Aber eines ist doch klar. Wir Christdemokraten freuen uns ausdrücklich über die Anerkennung des Beamtenbundes, die in dieser Pressemitteilung zum Ausdruck kommt. Ich habe Ihnen eingangs gesagt, wir sind auf einem guten Weg. Wir haben die richtigen Weichen gestellt. Hessen ist ein Spitzenland. Wir wollen, dass das so bleibt. Wir haben und wir werden weiter daran arbeiten, dass wir einen leistungsstarken und gut bezahlten öffentlichen Dienst haben. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. – Als Nächster spricht Kollege Schaus, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Jahrelang wurde auf Kosten der hessischen Beamtinnen und Beamten gespart und gekürzt. Mit 42 Stunden haben hessische Beamtinnen und Beamte die deutschlandweit längste Wochenarbeitszeit. Insbesondere an Schulen, bei der Polizei, aber auch in der Verwaltung, im Justizvollzug und an den Gerichten fehlt Personal an allen Ecken und Enden. Es wurde unter Führung der CDU massiv Personal abgebaut. Das war im Übrigen ja auch das erklärte Ziel der Operation Düstere Zukunft. Faktisch haben unter Innenminister und Ministerpräsident Volker Bouffier mehrere Kürzungsrunden stattgefunden. Schwache Tarifabschlüsse, Nullrunden und Magerrunden von 1% und die Kürzung bei der Beihilfe. Als LINKE haben wir hiergegen protestiert und Anträge gestellt, einschließlich der Finanzierungsvorschläge. Jahr für Jahr haben wir darauf hingewiesen, dass der öffentliche Dienst von Abwanderung, wie z. B. im Nachbarländer bei der Berufsfeuerwehr betroffen ist, und dass die Stimmung unter den Beschäftigten oftmals auf dem Nullpunkt, wenn nicht gar darunter war. Jahrelang wurde all dies von der Landesregierung komplett ignoriert. Doch nun, da 2017 Bundestagswahlen und 2018 Landtagswahlen anstehen, öffnet die Landesregierung ein Stück weit die Schatulle und gönnt den Beschäftigten einen Lohnplus sowie eine kleine Reduzierung der Arbeitszeit und ab 2018 ein Jobticket. Das ist gut für die Beschäftigten, und dieses Plus mehr als verdient haben. Klar muss aber auch sein, DIE LINKE fordert seit Jahren ein Jobticket. DIE LINKE hat seit Jahren Anträge auf mehr Personal und Abbau der Überstunden gefordert, und DIE LINKE hat seit Jahren einen vernünftigen Lohnzuwachs und eine Reduzierung der Arbeitszeit gefordert. All das wurde immer, Jahr für Jahr, mit den fadenscheinigsten Begründungen abgewiesen. Jahr für Jahr. Und deshalb werden die Beschäftigten auch nicht vergessen, wem sie das Minus in den vergangenen Jahren zu verdanken haben. Und sie werden gemeinsam mit den Gewerkschaften ihre Interessen weiter selbstbewusst vertreten, damit ab 2019 nach allen Wahlkämpfen die Lohnkürzer nicht weitermachen wie vorher. Wir müssen erreichen, dass das jetzige Ergebnis nicht ein einmaliges Häppchen des CDU-Landesvorsitzenden und Wahlkämpfers Volker Bouffier bleibt, sondern dass gute Beschäftigungspolitik endlich dauerhafte Politik in Hessen wird. Wir haben dem Ministerpräsidenten auf seiner Pressekonferenz gut zugehört und herzlich gelacht. Denn Herr Bouffier hat empört zurückgewiesen, dass die jetzige Besoldungserhöhung etwas mit Wahlkampf zu tun haben könnte. Und das ist wirklich ulkig. Herr Bouffier,
gar nicht da. Ich habe hier einen Brief. Ja, danke. Ja, ist entschuldigt. Ich habe es nur festgestellt, er ist nicht da. Mehr habe ich gar nicht gesagt, Herr Bellino. Ich habe nur festgestellt, er ist nicht da. Ja, ist okay, ist okay. Herr Bouffier, der nicht da ist im Moment. Ich habe hier einen Brief vom Innenminister und vom Finanzminister unterzeichnet, und der ist sehr interessant. Der Brief ging offenbar an alle Landesdienststellen in Hessen in der letzten Woche. Darin heißt es unter anderem, ich zitiere, jetzt hat die hessische Landesregierung unter Ministerpräsident Volker Bouffier mit der sie tragenden Koalition von CDU und Bündnis 90 die Grünen entschieden, das Ergebnis dieser Tarifverhandlung auf die Beamtinnen und Beamten des Landes zu übertragen. Wir bedanken uns für Ihren engagierten Einsatz für das Land Hessen und die Bürgerinnen und Bürger in Hessen. Ja. 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 Okay, gut. So, und wenn Sie jetzt mit Klatschen fertig sind, dann frage ich Sie, mal Folgendes. Erstens, warum werden das können Sie dann nachher machen, Herr Frömmrich. Sie haben das bestimmt parat. Bin ich mir ziemlich sicher, dass Sie das parat haben. So, aber hören Sie mir doch mal den Fragen zu, weil daraus ergeben sich ja auch Fragen. Erstens, warum werden denn Dienstadressen genutzt, um den Beamtinnen und Beamten die Segnung durch CDU und Grüne schmackhaft zu machen? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, warum schreiben Sie nicht dazu, wie es sachlich richtig wäre, so wie die Opposition es seit Jahren gefordert hat? Ja? Warum schreiben Sie das nicht dazu und erwähnen nur die CDU und die Grünen? Und drittens, und warum haben Sie in den vergangenen Jahren keine Briefe geschrieben, über die Dienstadressen an die Beamtinnen und Beamten geschickt, in denen beispielsweise hätte drinstehen können? Und deshalb hat Schwarz-Grün eine Nullrunde für Sie beschlossen und Ihnen auch noch die Beihilfe gekürzt. Da gab es keine Rundschreiben. Die gibt es nur jetzt. Und das, glaube ich, müssen Innen- und Finanzminister durchaus einmal erklären. Und ich sage Ihnen auch das Offenkundige. Weil Sie auf ganz billige Art und Weise Wahlkampf machen, indem Sie Steuergelder und die Dienstadressen der Beschäftigten für Parteipolitik verwenden. Das ist die Antwort, und das ist die einzige Wahrheit, die hier zutrifft. Dennoch verschweigen Sie in Ihrem Brief geflissentlich, Herr Frömmrich, eine echte Übertragung des Tarifergebnisses hat es ja wieder nicht gegeben. Sie verzögern die Übertragung des Tarifergebnisses 2007 wiederum um mehrere Monate. Das wird aber geflissentlich verschwiegen in Ihrem Schreiben. Kein Wort davon steht da drin. Und damit komme ich zu einem Punkt, der mich ausgesprochen ärgerlich macht und wo ich insbesondere die Grünen frage, Herr Frömmrich, die Grünen frage, wo Sie eigentlich gelandet sind in der Zwischenzeit. Es geht darum, dass der Innenminister bei den Verhandlungen zum Tarifabschluss die Aufnahme eines Burka-Verbotes zur Bedingung für einen Abschluss gemacht hat, zur Bedingung für einen Tarif- und Lohnabschluss, also entweder Burka-Verbot oder kein Tarifabschluss. Und das ist wirklich ein Unding sondersgleichen, meine Damen und Herren. Ich will an dieser Stelle gar nicht das Für und Wider eines Burka-Verbots im öffentlichen Dienst. Ich will an dieser Stelle gar nicht auf das Für und Wider eines Burka-Verbots im öffentlichen Dienst näher eingehen, weil das eine völlig eigene Debatte wäre. Kolleginnen und Kollegen, ich bitte um etwas mehr Ruhe für den Redner. Aber ganz klar ist doch, es gibt überhaupt keinen einzigen Fall, wo im öffentlichen Dienst in Hessen eine Burka oder ein Niqab getragen worden wäre. Das ist eine reine Phantomdebatte von Rechtsaußenpolitikern, und die wollten Sie damit auch anzetteln, meine Damen und Herren. Nichts anderes. Politische Streitfälle haben nicht das Geringste in einem Tarifvertrag zu suchen. Das ist nicht nur völlig sachfremd, sondern auch hier werden auch Grundsätze über den Haufen geworfen. Von Verwaltungsrechtlern im Übrigen bis hin zur FAZ wurde heftig kritisiert, dieses in einem Tarifvertrag
hineinzunehmen. Es kann nicht sein, dass ein Innenminister einer Tarifkommission sagt, entweder ihr erfüllt meine rechtspopulistischen Forderungen oder ihr kriegt keine Tariferhöhung. Dieser Vorgang ist einmalig in der Tarifgeschichte in Deutschland. Einmalig. Und es ist ein weiterer Beleg dafür, für die parteipolitische Ausrichtung dieser Tarifverhandlungsrunde. Herr Minister Beuth, mit so etwas schaden Sie dem öffentlichen Dienst. Hören Sie auf, damit Parteipolitik bei Tarifverhandlungen zu betreiben. Ich fasse zusammen. Es ist Wahlkampf, und die Union musste angesichts massiver Kritik im öffentlichen Dienst unbedingt etwas machen. Also hat man zumindest einen Teil der Forderungen der Opposition und der Gewerkschaften übernommen. Heraus kam ein zumindest ordentlicher Tarifabschluss und mit Abstrichen eine Übertragung auch auf die Beamtinnen und Beamten. Das ist, dass es nun endlich ein Jobticket gibt und wir zumindest in der Verkehrspolitik einen Schritt weiterkommen, ist gut. Ein guter öffentlicher Dienst bleibt aber, warten Sie nur ab, Herr Boddenberg, kommt noch, nur die Ruhe. Ein guter öffentlicher Dienst bleibt Aufgabe und Pflicht für die Politik in Hessen. Die jetzige Reduzierung der Arbeitszeit muss bei vollem Personalausgleich stattfinden. Sonst arbeiten die Kolleginnen und Kollegen zwar auf dem Papier weniger, faktisch aber bleibt sonst alles beim Alten. Mehr Personal und bessere Arbeitsbedingungen. Kollege Schaus, Sie müssen zum Schluss kommen. Frau Präsidentin, ich komme zum Schluss. Mehr Personal und bessere Arbeitsbedingungen bleiben bei uns ganz oben auf der To-Do-Liste. Und deshalb bleibt es auch weiter dabei. Wir fordern die Rückkehr des Landes Hessen in die Tarifgemeinschaft deutscher Länder. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Greilich, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich will eines vorausschicken, gerade nach dem Beitrag des Kollegen Schaus. Wir sollten doch überhaupt nicht das infrage stellen. Das, was jetzt hier vorgelegt worden ist, die Übernahme des Tarifabschlusses für die Beamtinnen und Beamten im Lande Hessen, das ist eine gute Nachricht. Das ist eine Nachricht, über die wir uns freuen, mit den Beamtinnen und Beamten, die jetzt schwere Zeiten hinter sich haben. Das muss man sehr klar sagen. Denn, meine sehr verehrten Damen und Herren von der Koalition, es hat ja lange genug gedauert, bis Sie zu dieser späten Einsicht in die Vernunft gekommen sind. Und wir freuen uns darüber, dass Sie diesen Schritt jetzt gehen wollen. Die hessischen Beamtinnen und Beamten haben es verdient, dass nach der tendenziell verfassungswidrigen Praxis der letzten Jahre das aktuelle Tarifergebnis übertragen wird. Und ich sage sehr deutlich, wir freuen uns ganz besonders darüber, dass jetzt, nachdem es vorher, wir haben es ja mehrfach diskutiert, das anscheinend auch nicht möglich war, doch die Gutschrift auf dem Lebensarbeitszeitkonto beibehalten wird. Wir sehen das als wichtiges Zeichen dieser Landesregierung. Kurz vor den wichtigen Wahlen im Bund und in den Ländern. Diese Landesregierung, diese Koalition schmeißt dann glücklicherweise mal alles über Bord, was sie vor Wochen noch als unverzichtbar bezeichnet hat. Sehr geehrte Damen und Herren, der Jubelbrief des Innenministers und des Finanzministers, der zwei Tage nach der Bekanntgabe der Entscheidung quer im Land gestreut wurde, wurde ja schon zitiert. Ich finde an dem Brief nichts irgendwie Beanstandenswertes. Da wird einfach einmal mitgeteilt. Freunde, wir haben es gemerkt, es wird demnächst gewählt. Wir fallen jetzt um und beschreiben einmal, was wir aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt haben. Mir ist das Bild eingefallen von der Angst des Tormanns vor dem Elfmeter. Das ist der Angst des Schwarzen vor dem Wähler. Ja.
Und diese Angst ist ja nicht ganz unbegründet, wenn man sich so die Umfragen anschaut, die täglich veröffentlicht werden. Herr Bauer, Sie lesen ja auch Zeitung, ob das die Umfragen sind, wie das jetzt im Saarland so steht, ob Frau Kramp-Karrenbauer als vorletzte hessische CDU-Ministerpräsidentin jetzt auch noch ihr Amt verliert, wie das im Bund weitergeht mit der aktuellen Merkel-Dämmerung. Das sind ja alles offene Fragen. Aber ich muss Ihnen sagen, mit diesem Brief werden Sie Ihr Problem nicht gelöst haben. Denn was bleibt, sind die anhängigen Klagen vor den Verwaltungsgerichten. Der Kurswechsel schützt Sie nicht, schützt Sie vor einem, nämlich vor der sicheren Niederlage. Und das haben Ihnen Ihre Juristen wahrscheinlich auch aufgeschrieben, die Sie dann kassiert hätten, wenn jetzt der Kurs, wie er vereinbart war, beibehalten worden wäre und Sie es wieder gedeckelt hätten auf 1%. Das ist, glaube ich, unstreitig, dass spätestens dann die Grenze zur Verfassungswidrigkeit überschritten worden wäre. Deshalb sind Sie zurückgeschreckt. Aber was Ihnen bleibt, ist das Risiko, dass Ihre Gratwanderung der letzten Jahre von den Gerichten für verfassungswidrig erklärt werden wird. Beamtenbund und Gewerkschaft der Polizei sind dort auf dem Weg. Eins ist sicher, es ist nicht sicher, wie diese Klageverfahren ausgehen werden. Das sage ich sehr offen, denn sie balancieren genau an der Grenze der Verfassungswidrigkeit entlang. Aber diese Urteile, die zu erwarten sind, werden uns ein deutliches Stück Konkretisierung bringen, wo denn die Grenze dessen ist, was sich ein Dienstherr gegenüber seinen Beamten erlauben kann oder nicht. Und eins steht nun einmal fest, diese Klagen sind die logische Folge der verfehlten schwarz-grünen Entscheidungen den öffentlichen Dienst betreffend, mit denen Sie im Übrigen den Standort Hessen ein ganzes Ende gefährdet haben. Wir wissen jetzt schon, welche Probleme wir bei der Besetzung der Stellen im öffentlichen Dienst haben, bei der Besetzung insbesondere mit Fachkräften, welche Probleme der Kultusminister hat, Grundschullehrer zu finden für die Stellen, die dringend besetzt werden müssten und wo langsam die Bildung in unseren Grundschulen vor die Hunde geht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Umkehr war zu spät, das ist das Problem, und sie ist im Übrigen auch noch inkonsequent. Ich will in dem Zusammenhang ein Thema ansprechen, das wir in der letzten Plenarrunde hier schon einmal debattiert haben, nämlich die Frage, ob sich denn der hessische Sonderweg bewährt hat, den im Jahre 2004 Ministerpräsident Roland Koch eingeschlagen hat. Wir haben das über viele Jahre unterstützt, weil wir die Hoffnung hatten, dass dieser hessische Sonderweg auch bessere Ergebnisse für das Land Hessen und für die Bediensteten des Landes Hessen bringen könnte. Meine sehr geehrten Damen und Herren, nach mittlerweile 13 Jahren müssen wir feststellen, dass die vom Ansatz her gute Idee, einen gesonderten Tarifvertrag für Hessen abzuschließen, gescheitert ist. Es gab immer mal ein bisschen mehr, es gab mal ein bisschen weniger. Und unterm Strich bleibt, dass es keine signifikanten Abweichungen zu den Bundesergebnissen gegeben hat. Das hat ja auch die Landesregierung immer wieder betont. Es ginge den hessischen Beamten nicht schlechter als anderen. Es geht ihnen im Übrigen aber auch nicht besser. Das ist eben die andere Seite. Es ist immer nur so ein bisschen ausgleichen und deswegen außer Spesen nichts gewesen. Das ist das Problem, das wir hier haben. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, weil Kollege Boddenberg schon notiert hat und ich mich auch an die letzte Debatte dazu noch erinnere, ich sage das sehr deutlich. Es ist überhaupt kein Fehler, etwas, was man für sinnvoll hält, auszuprobieren. Dann allerdings, wenn man feststellt, dass es sich nicht bewährt hat, muss man auch die Konsequenzen ziehen und das ändern. Das, was verwerflich ist, Herr Kollege Boddenberg, und dazu können Sie dann gerne etwas sagen, ist es, stur an dem Weg festzuhalten, obwohl man die bessere Erkenntnis gesammelt hat. Und dafür, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind wir nicht zu haben. Wir haben ja nun schon gehört, was besonders sein soll, gerade auch an diesem Abschluss wieder für das Land Hessen. Das ist als erstes Beispiel das Jobticket. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn man ein Jobticket politisch will, dann kann man das auch machen. Dazu brauche ich keinen hessischen Sonderweg, sondern dazu brauche ich den politischen Willen, das zu machen. Diese Koalition hat sich dazu durchgerungen. Ich sage, okay, dann machen Sie das. Zweite Besonderheit, für die sich der Innenminister besonders lobt,
ist das Burka-Verbot im Tarifvertrag. Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wie es zu dieser Schnapsidee gekommen ist. Entweder wir haben einen Regelungsbedarf in dem Bereich. Wenn wir einen Regelungsbedarf haben, dann gehört das nicht in einen Tarifvertrag, sondern gehört das in die parlamentarische Debatte, in ein rechtsstaatliches Gesetzgebungsverfahren. Denn eines dürfte unstreitig sein, unabhängig von der Frage, ob man die Burka für richtig hält oder ein Burka-Verbot für richtig hält. Das Verbot des Tragens einer Burka ist ein Eingriff in das allgemeine Persönlichkeitsrecht, ist vielleicht auch tangierend den Bereich der Religionsfreiheit, und dann gehört das in ein Gesetzgebungsverfahren und nicht in einen Tarifvertrag. Wenn es also einen Regelungsbedarf gibt, dann nicht den Tarifvertrag, sondern dann gehört das hier ins Parlament in eine vernünftige Gesetzgebungsdebatte. Wenn es allerdings anders ist, wenn es so ist, wie ich vermute, denn mir ist auch kein einziger Fall bekannt, dass es gar keinen Regelungsbedarf gibt, dann war es eine reine Showveranstaltung, die der Innenminister hier abgezogen hat, aus dem relativ einfachen Grunde, weil ansonsten im Bereich der inneren Sicherheit in Hessen unter dieser Koalition nichts zu bieten ist. Also muss man mal etwas vorführen, wo man keine Unterstützung des Koalitionspartners braucht. Meine Damen und Herren, insgesamt kann ich zusammenfassend sagen, die letzten drei Jahre, die Besoldungspolitik der letzten drei Jahre insbesondere, war geeignet, den Standort Hessen zu gefährden. Unterm Strich bleibt es dabei, außer Spesen nichts gewesen. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Frömmrich, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Vielen Dank, Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! An den Tänzen, die hier vorne aufgeführt worden sind, merkt man doch schon, wie sehr Sie das stört, dass wir jetzt einen vernünftigen Tarifvertrag abgeschlossen haben und dass wir diesen Tarifvertrag auch für die Beamtinnen und Beamten übernehmen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Problem ist, dass Sie sich noch nicht einmal freuen können. Das ist Ihr Problem, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir können das. Vom Kollegen Schaus weiß ich ja, dass er in den Keller geht, wenn er sich freuen will. Wir zumindest, meine sehr verehrten Damen und Herren, glauben, dass wir hier einen guten Vertrag geschlossen haben. Die Tarifverhandlungen mit den Beschäftigten sind gut gelaufen. Es ist ein guter Vertrag. Es ist ein guter Tag für Hessen und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes erhalten ab dem 1. März 2% mehr. Mindestens aber 75 €. Im nächsten Jahr werden die Löhne und Gehälter zum 1. Februar um 2,2% erhöht. Auszubildende bekommen ab 1. März 2017 und zum 1. Februar 2018 jeweils 35 € zusätzlich, sowie einen zusätzlichen Urlaubstag. Ich finde, das ist ein guter Abschluss, über den wir uns mit den 45.000 Beschäftigten des Landes Hessen sehr freuen können, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dieser Abschluss ist auch bundesweit bemerkenswert, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bundesweit bemerkenswert. Und eine sehr gute Nachricht. Warum bundesweit bemerkenswert, meine Damen und Herren? Zum ersten Mal wird bei einem Tarifabschluss für den öffentlichen Dienst ein Jobticket für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst vereinbart. Das gibt es in keinem anderen Bundesland, meine Damen und Herren. Und auch darüber freuen wir uns. Auch darüber freuen wir uns. 45.000 Tarifbeschäftigte, 90.000 Beamtinnen und Beamte, 135.000 Menschen in diesem Land dürfen ab nächstem Jahr den ÖPNV kostenlos benutzen. Wir freuen uns für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes Hessen. Nach 19 Uhr und am Wochenende können die Partner mitgenommen werden und die Kinder. Das ist ein sehr gutes Angebot für die Beschäftigten. Das ist aber auch ein sehr gutes Ergebnis für die Umwelt- und für die Klimaschutzpolitik in diesem Land, meine sehr verehrten Damen und Herren. Gestern haben wir es doch diskutiert hier. Der Dienstausweis des Landes Hessen wird künftig die Fahrkarte für den ÖPNV sein. Das ist eine tolle Vereinbarung. Sie ärgern sich. Wir freuen uns darüber, meine sehr verehrten Damen und Herren.
will Ihnen nur ein paar Beispiele nennen, weil wir ja hier so oft über das Geld geredet haben. Wenn jemand von Fritzlar nach Kassel pendelt, zahlt er bisher 1.580 € im Jahr für seine Karte. Das spart er im nächsten Jahr. Diese 1.580 € hat er im nächsten Jahr in der Tasche. Das ist doch ein Erfolg. Freuen Sie sich doch auch einmal, meine sehr verehrten Damen und Herren. Von Habichtswald nach Kassel 770 € Ersparnis, von Kassel nach von Frankfurt nach Wiesbaden 1.760 € Ersparnis, von Fulda nach Frankfurt, meine Damen und Herren, Fulda nach Frankfurt 2.650,90 €. Das sind 220 € im Monat Ersparnis. Freuen Sie sich doch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes und seien Sie nicht so sauertöpfisch. Meine Damen und Herren, das neue Jobticket ist nicht nur kostenlos. Liebe Kolleginnen und Kollegen, es gilt auch für ganz Hessen, nicht nur für den Weg zur Arbeit, sondern im ganzen RMV- und NVV-Gebiet. Keine Anschlusskarten mehr, keine unterschiedlichen Tarife, keine großen Probleme mehr. Einfach den Dienstausweis einstecken, losfahren, und die Versteuerung des geldwerten Vorteils übernimmt das Land Hessen. Das ist doch eine gute Nachricht. Freuen Sie sich! Meine sehr verehrten Damen und Herren, für die Landesbeschäftigten wurde ein umfangreiches Paket geschnurrt. Das ist ein ordentliches Lohnplus. Und gleichzeitig ist es im Einklang mit der Schuldenbremse und ist es in Verantwortung für zukünftige Generationen. Das war immer unser Ziel. Das legen wir uns heute vor. Und Sie ärgern sich. Wir freuen uns, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will noch ein paar Komponenten dieses guten Vertrages aufzählen. Stufengleiche Höhergruppierung für die Beschäftigten, zusätzliche Endstufe 6 für die Entgeltgruppen 9 bis 15, 1.000 € Fachkräftezuschlag, weil wir ein Problem haben, Fachkräfte gerade im Bereich IT und anderes zu gewinnen, Unterstützung für die Forstbeamten und Forstleute, die mit dem eigenen Pkw in den Wald fahren, eine Sozialkomponente von 75 €. Sie ärgern sich, Herr Kollege Schmidt. Wir freuen uns über diesen Abschluss. Meine sehr verehrten Damen und Herren, insbesondere der Sockelbetrag von 75 € bringt die unteren Lohngruppen und bringt für die unteren Besoldung ein deutliches Plus. Für die Beschäftigten liegt das Plus deutlich über 2 %, zwischen 3 und zwischen 4 %, meine Damen und Herren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das macht deutlich, dass wir nicht nur einen Blick auf die obere Gehaltstabelle haben, sondern dass wir auch einen Blick für die unteren Gehaltsgruppen haben. Gerade für die Menschen im Ballungsraum ist das wichtig. Wir freuen uns darüber, dass wir das vereinbaren konnten, meine Damen und Herren. Und ich will mal jemanden zitieren, der nicht im Rufe steht, der Landesregierung permanent Lob auszuteilen. Die GEW schreibt zur Tarifrunde 2017, Zitat: Außerdem ist die ab 2018 geltende hessische Besonderheit eine Freifahrberechtigung bares Geldwert. Somit ist in der Gesamtschau das materielle Ergebnis in Hessen besser als im Bereich der TDL. Das von der GEW, das freut uns, meine Damen und Herren. Sie ärgert das, meine Damen und Herren. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Beamtinnen und Beamten haben in den vergangenen Jahren einen wichtigen Beitrag zur Haushaltskonsolidierung geleistet. Sie haben einen wichtigen Beitrag geleistet. Wir haben immer gesagt, Haushaltskonsolidierung geht nicht ohne die Personalkosten von 40 % in den Blick zu nehmen. Das war ein schwerer Weg. Sie haben uns als Opposition dafür ziemlich gescholten. Das wissen wir, meine Damen und Herren. Wir sind jetzt aber in der Konsolidierung auf einem guten Weg. Wir konnten 2016 sogar erstmals seit 47 Jahren Schulden in Höhe von 200 Millionen € zurückzahlen. Das ist eine gute Nachricht, und daran beteiligen wir die Mitarbeiterinnen und die Mitarbeiter des Landes auch. Wir freuen uns. Sie ärgern sich darüber, meine Damen und Herren. So sieht die Welt aus. Der Finanzminister hat das als historisch bezeichnet. Erstmals seit 1969 werden wieder Schulden zurückbezahlt. Der Finanzminister und die Kolleginnen und Kollegen der Fraktionen haben hier einen exzellenten Job gemacht. Wir haben finanzielle Spielräume eröffnet, natürlich auch
gute Wirtschaftsdaten, wir haben sprudelnde Steuereinnahmen. Deshalb ist es absolut richtig, die Beamtinnen und Beamten und die Tarifbeschäftigten an dieser Entwicklung zu beteiligen. Deswegen legen wir Ihnen das jetzt auch vor, meine Damen und Herren. Deshalb haben wir uns in der Koalition darauf verständigt, das Tarifergebnis inhaltsgleich auch für die Beamtinnen und Beamten zu übernehmen. Auch das sollte Sie eigentlich freuen. Es ist doch eine gute Nachricht für die Beamtinnen und Beamte. Es ärgert Sie, meine Damen und Herren. Ich glaube, wir beschließen hier eine gute Sache. Wir zeigen den Beamtinnen und Beamten, ihr seid einen schweren Weg mit uns gegangen. Jetzt haben wir Spielräume. Jetzt beteiligen wir euch in ausreichendem Maß. Das ist eine gute Entscheidung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie sehen also, wir hatten einen Plan, meine Damen und Herren. Wir hätten uns gern mit Ihnen über Ihren Plan, über Ihr Konzept zur Konsolidierung des Landeshaushalts gestritten. Wir hätten gerne die Konzepte nebeneinander gelegt. Wir hätten diese Konzepte gerne verglichen. Leider hatten Sie kein Konzept, meine Damen und Herren. Sie hatten keins. Sie hatten keins. Bei 600 Millionen € Mehreinnahmen haben Sie Mehrausgaben von 3,5 Milliarden € beantragt. So sah Ihr Konzept aus. Es war aber kein Konzept, meine Damen und Herren. Ja, das ärgert Sie. Das ärgert Sie. Wir hatten einen Haushaltsüberschuss von 600 Millionen € am Ende des Jahres. Sie hatten in dem gleichen Jahr 3 Milliarden € Mehrausgaben beantragt. So sieht die Realität aus. Das nenne ich nicht Plan, sondern das nenne ich jedem alles versprechen. Und das war nicht unser Konzept, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und am Ende führen wir faktisch auch wieder die 41-Stunden-Woche ein. Wir hatten im Koalitionsvertrag vereinbart, dass wir von 42 auf 41 gehen. Wir gehen jetzt auf 41. Die 41. Stunde kann auf dem Jobkonto gutgeschrieben werden, auf dem Lebensarbeitszeitkonto. Es war eine Forderung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das ist auch eine gute Entscheidung. Damit schaffen wir Flexibilität in der Arbeitszeit, meine Damen und Herren. Sie sehen, wir haben ein gutes Konzept. Wir haben ein gutes Paket geschnürt. Wir als Koalition freuen uns darüber, dass wir den Beschäftigten sagen können, nach einer langen Zeit der Durststrecke beteiligen wir sie angemessen an den besseren Einnahmen des Landes Hessen. Ein guter Tag, finde ich. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Rudolph, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Jahrelang haben insbesondere CDU-geführte Landesregierungen die hessischen Beamtinnen und Beamten von der allgemeinen Einkommensentwicklung abgekoppelt. So gab es im Jahre 2015 eine Nullrunde. Darüber haben wir uns in der Tat nicht gefreut. So gab es im Jahre 2016 für viele Besoldungsgruppen lediglich 1 % mehr Besoldungserhöhung. Wenn wir davon die 18,90 € Eigenbeitrag Beihilfe abziehen, bleiben 16,90 €. Und damit kann man im Rhein-Main-Bereich eine Mieterhöhung von 4-5 % auch locker ausgleichen, sodass wir im Minusbereich sind. Meine Damen und Herren, darüber haben sich nicht nur die Beamten nicht gefreut, wir auch nicht. Insofern, Herr Frömmrich, zur Realität und zur Wahrheit gehört das dazu. In Hessen dürfen Beamte nach wie vor 42 Stunden arbeiten bundesweit am längsten. Sie haben das sogenannte Urlaubsgeld abgeschafft. Sie haben die sogenannte Weihnachtsgeld, die Sonderzuwendung auf 60 % reduziert. All das Ergebnisse von CDU-geführten Landesregierungen in den letzten Jahren. Und das Einzige, was Sie dazu gesagt haben, auf die Kritik der Opposition, wir schätzen trotzdem die Arbeit wert, die hessische Beamtinnen und Beamte leiden. Meine sehr verehrten Damen und Herren, so viel Ignoranz und Arroganz kann eigentlich nur eine CDU entwickeln, wie Sie es entwickelt haben. Und genauso ist auch die Stimmung in der Beamtschaft. Schlecht bis miserabel. Schlecht bis miserabel. Es gab viele Protestaktionen, Sie wissen das. Polizeibeamte, Feuerwehrbeamte haben gesagt, unsere Arbeit wird nicht wertgeschätzt. Wir haben immer wieder gefordert, Übertragung der Tarifergebnisse auf den Beamtenbereich. Das haben wir übrigens vor ein paar Wochen noch diskutiert. Wir haben das bei der Einzelplanlesung Bereich Innenminister im November, Dezember dieses Jahres gefordert. Was war die Antwort von Schwarz-Grün? Dafür ist kein Geld da.
dafür besteht keine Notwendigkeit. Wie wollt ihr das als Opposition finanzieren? Daraufhin von uns der Vorschlag, die Rücklage reicht dafür aus, abgelehnt, sei kein sachlicher Vorschlag. Letztes Jahr bis vor ein paar Wochen. Nun gab es Tarifverhandlungen, guter Brauch. Wir mischen uns als Landtag nicht in Tarifverhandlungen zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften ein. Daran halten wir uns. Wir akzeptieren die Tarifergebnisse. Wir haben aber immer gesagt, und unser Antrag war sofort da, Übertragung des Tarifergebnisses für die Beamten. Und das ist schon einmal falsch, was Sie schreiben. Bitte bei der Wahrheit bleiben, auch wenn es dem einen oder anderen von CDU und Grünen ganz schwerfällt. Bleiben Sie bei der Wahrheit. Sie übertragen eben nicht vollständig die Tarifergebnisse. Die hessischen Beamtinnen und Beamten sollen ab 1.7. 2% mehr bekommen, die Tarifbeschäftigten ab 1.3. 4 Monate Differenz. Also lügen Sie bitte nicht. Erzählen Sie die Wahrheit an der Stelle. Ganz klar. Und dann kommen Sie und sagen, stellen Sie sich hin, alles ganz toll. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, wir freuen uns, Herr Frömmrich. Übrigens, wir freuen uns als SPD. Wann dann? Wenn nicht jetzt? Also, wir freuen uns, überhaupt gar keine Frage, weil da bin ich völlig entspannt. Und ich freue mich vor allem auch, dass der Al-Wazir sich an das erinnert, was er auf dem Beamtentag in Fulda immer noch da, die CD, bisschen der Lack ist ab, wie bei Ihnen auch, politisch meine ich. Also insofern, meine Damen und Herren, freue ich mich, dass Sie sich erinnern. Ich habe da einmal etwas versprochen, was wir bisher nicht gehalten haben. Und meine Damen und Herren, ich darf einmal zitieren die FAZ. Und das machen Sie ja auch gerne, eine Zeitung, sage ich mal, die dem einen oder anderen etwas wohlgesonnener ist in diesem Haus. Überschrift: Besoldungspolitik als Trauerspiel. Ab 1.7.2016 steigen die Beamtengehälter jährlich um 1%. Koalitionsvereinbarung von Schwarz-Grün. Sie machen etwas anderes. Sie brechen diese Koalitionsvereinbarung. Ja, darüber freuen wir uns, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ja, darüber freuen wir uns ausdrücklich. Weil so ein Schwachsinn zu verabreden, jahrelang festzulegen, es gibt nur 1% Besoldungserhöhung, und sich jedes Jahr den Ärger an den Hals zu holen, da gehört schon eine politische Selbstüberschätzung, wie sie nur schwarz-grün kann. Und im Übrigen die Prozessionszüge für Ihre tolle Erhöhung habe ich heute Morgen vermisst. Ich bin in den Landtag rein, da stand kein Beamter. Danke, Al-Wazir, danke, Volker Bouffier. Kein einziger stand da, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und da wird Ihnen auch dieser Belobigungsbrief an die Mitarbeiter, den Sie auf dem Dienstverteiler schicken, Parteipropaganda zu machen, nichts nutzen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Viele Mitarbeiter aus der Verwaltung sagen uns im Übrigen, ja und? Was ist das Besondere? Wir haben jahrelang gefordert, Gleichklang, Tarifrecht, Besoldungsrecht. Wir haben jahrelang finanzielle Einbußen erlitten. Es ist die pure Selbstverständlichkeit, wenn das Ergebnis übertragen wird. Dafür gibt es keine Dankesbriefe, sondern die Mitarbeiter sagen uns, wir haben noch nicht alles vergessen. Das ist die Antwort aus den hessischen Verwaltungen. Und recht haben diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und meine Damen und Herren, wie war denn das die letzten Wochen und Monate? So, wie finanziert? Wir sind überhaupt nicht beleidigt. Herr Benz, wenn ich Sie sehe, freue ich mich, dass die CDU in Hessen so einen Generalsekretär hat. Nein, ich freue mich, Herr Benz, da bin ich ganz ehrlich, das darf ich Ihnen sagen. Machen Sie ruhig weiter so, dann wird das alles gut für die Sozialdemokratische Partei auch in Hessen. Nein, nein, das bin ich durchaus guten Mutes. Meine Damen und Herren, eben wurde ja auch deutlich, wie finanzieren Sie die Besoldungserhöhung? Bei der Opposition der Vorschlag, wir finanzieren aus der Rücklage etwas, ist nicht in Ordnung. Jetzt machen Sie es. Sie finanzieren die anstehenden Besoldungserhöhungen aus der Rücklage. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das, was Sie machen, war der Vorschlag, den Sie der SPD und den anderen Oppositionsfraktionen abgelehnt haben. Pure Heuchelei, wenn Sie sich hinstellen, das sei alles solide finanziert. Solide finanziert. Und im Übrigen, weil ja immer nur ansatzweise zitiert wird aus der Mitteilung des Beamtenbundes, ja, der Beamtenbund sagt, eine notwendige Kurskorrektur, also Bruch des Koalitionsvertrages, finden wir richtig. Machen Sie ruhig weiter so, weil das eine oder andere ist durchaus reif für einen Koalitionswechsel an der Stelle. Und deswegen freuen wir uns darüber. Also der Beamtenbund: Von Anfang 2015 bis heute, Mitte März, haben die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen also alle Spardiktate für die Beamten umgesetzt, ohne die Entwicklung der Gesamtsituation, beispielsweise Rekordsteuereinnahmen, dabei zu berücksichtigen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das, was Sie machen, übrigens hat der Ministerpräsident sinngemäß gesagt bei der Pressevorstellung,
Man müsse das ja nicht machen mit der Beamtenbesoldung. Was ist denn das für ein kurfürstlicher Ansatz? Man müsse das nicht machen. Auch Beamtinnen und Beamten in Hessen haben Anspruch, an der allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung teilzuhaben. Das gilt für alle Landesbeamten. Das ist kein Gnadenakt von Schwarz-Grün. Kein Gnadenakt von Schwarz-Grün. Wo sind wir denn hier? Jetzt kommen wir natürlich ein bisschen zur Motivforschung. Warum macht Schwarz-Grün das? Meine Damen und Herren, Einsicht, dass es notwendig ist. Wir haben in der Vergangenheit einen Fehler gemacht. So naiv ist in diesem Raum wirklich keiner, dass Schwarz-Grün jemals einen Fehler zugeben würde. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig, Herr Boddenberg. Also, das können wir ausschalten. Nein, das hat etwas mit anstehenden Wahlen zu tun. Ich würde ja sonst ein Wort gebrauchen, was möglicherweise Ihnen geht, irgendwas auf Grundeis, um es einmal anzudeuten, wo ich hin will. Schlicht und ergreifend merken Sie, die Beamtenschaft ist stinkesauer über Ihr Verhalten. Und deswegen, meine Damen und Herren, aus schnöden parteipolitischen Gründen machen Sie jetzt einen Kurswechsel. Und deswegen, Herr Frömmrich, ja, dass hessische Beamtinnen und Beamten mehr Geld bekommen, findet unsere Zustimmung. Und deswegen beantragen wir volle Übertragung des Tarifergebnisses ab 1.3.2017. Und dieser Antrag wird heute auch abgestimmt werden, meine Damen und Herren. Und dann sagen Sie, Ticket für den öffentlichen Dienst, ja. Im Gegensatz zu den meisten anderen im Raum nutze ich auch den öffentlichen Personennahverkehr. Ich hoffe, Herr Al-Wazir, dass dann auch, na, Herr Boddenberg, so oft habe ich Sie in der S-Bahn jetzt noch nicht gesehen. Also, nur wollen wir, Herr Al-Wazir, mal hoffen, dass dann die 135.000 Landesbediensteten auch alle in die vollen S-Bahnen reinpassen. Weil da haben wir natürlich ein Kapazitätsproblem. Aber natürlich gibt es auch etwa Polizeibeamte im Schichtdienst, die werden das nicht nutzen können, weil sie Dienst zu unregelmäßigen Zeiten haben. Deswegen, warum macht man da nicht vermutlicherweise bei der Polizeizulage ruhegehaltsfähig? Weil diese Beamtinnen und Beamten oder im Justizbereich leisten einen tollen Job und auch die brauchen noch einmal eine ordentliche Werteanerkennung. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ja, wir freuen uns, dass eine jahrelange Forderung der Berufsverbände, der Gewerkschaften, aber auch der Landtagsopposition Entwicklung des Tarifrechts und Angleichung an das Beamtenrecht von Ihnen übernommen würde. Nun sind das bei Ihnen eher niedere Beweggründe, zugegeben, wahlkampftaktische Gründe. Aber Sie haben völlig recht, Herr Bellino. Sie haben völlig recht, die Begründung wird nicht mitbeschlossen. Entscheidend ist, ja, Sie haben ja gesagt, ich mache mit Ihnen eine Wette. Kollege Bellino hat Bürgermeisterwahl. Er sagt, sein CDU-Kandidat wird mit 60 zu 40 gewinnen. Ich halte dagegen, Herr Bellino, die Wahl wird knapp und Ihr Bürgermeister wird mit 51 zu 49 abgewählt. Auch das wird dann ein guter Tag. Darauf eine gute Flasche Rotwein, meine sehr verehrten Damen und Herren, von diesem Pult aus. Und deswegen abschließend, das, was Sie hier ankündigen, ist keine Wohltat. Es ist schlicht und ergreifend in vielen Bereichen eine Selbstverständlichkeit. Und Herr Innenminister, wenn Sie gleich am Pult reden, wie geht es weiter mit den Beamtinnen und Beamten? Wie ist es mit der Wertschätzung, auch in vielen anderen Bereichen, Mitbestimmung im öffentlichen Dienst? Wie ist es mit anderen Dingen, die dringend notwendig sind? Und deswegen keine Wohltat. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freuen wir uns. Die Gewerkschaften, die Berufsverbände und die Opposition hat sich teilweise durchgesetzt. Darüber freuen wir uns. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat Staatsminister Beuth. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir haben einen guten, einen fairen Tarifvertrag ausgehandelt, und wir haben das Ergebnis in weiten Teilen übertragen auf die hessischen Beamtinnen und Beamten und Versorgungsempfänger. Es ist ein guter Tag für die hessischen Landesbediensteten, das kann man so sagen. Die Landesbediensteten, meine Damen und Herren, die freuen sich. Die Opposition im Hessischen Landtag, sie ärgert sich. Ja, und ich kann das in gewisser Weise, was die Opposition angeht, nachvollziehen. Aber vor allen Dingen freue ich mich mit den Landesbediensteten des Landes Hessen. Wir haben einen Lohnplus von 4,2 % erreicht. Im Jahr 2017 eine Sozialkomponente von 75 € für die Tarifbeschäftigten. Ein Lohnplus von 2,2 % im Jahre 2018, zeit- und inhaltsgleich sowohl für die
Tarifbeschäftigten wie auch die Landesbeamten. Um in der Fußballsprache zu bleiben, Herr Kollege Rudolph, das ist das 1-0. Das 2-0 ist die Wertschätzung für die Arbeit der Auszubildenden und Anwärter. Jeweils 35 € bekommen Sie mehr im Jahr 2017 und 2018. Wir haben einen zusätzlichen Urlaubstag vereinbart und auch wieder übertragen auf die Anwärter im Lande Hessen, meine Damen und Herren. Und das 3-0, Herr Kollege Schaus, ist das, was wir im Tarifvertrag des Landes Hessen, ich komme gleich darauf zurück, erreicht haben, mit der stufengleichen Höhergruppierung, mit der zusätzlichen Endstufe 6 in den Entgeltgruppen 9 bis 15, in der Fachkräftezulage von bis zu 1.000 €. Das ist das 3-0, meine Damen und Herren. Das 4-0 ist, dass wir faktisch auf die 40-Stunden-Woche für die hessischen Beamtinnen und Beamten im Zusammenhang mit dem Lebensarbeitszeitkonto zurückgekehrt sind. Und, meine Damen und Herren, das 5-0, und da möchte ich sagen, das ist ein besonders sehenswerter Treffer. Das ist das Jobticket, das wir für alle Landesbediensteten erreicht haben, meine Damen und Herren. Und ich höre die Opposition hier mit Lukas Podolski, sagen, es ist bitter, wenn jeder Ball, der reingeht, ein Tor ist. Und wir haben 5 Tore geschossen, meine Damen und Herren. So ist es. Als erstes, meine Damen und Herren, wir haben im Abschluss der TDL erreicht, dass wir die stufengleiche Höhergruppierung für die Beschäftigten, Es ist hier, meine Damen und Herren, die Frage nach dem Tarifvertrag Hessen gestellt worden und nach der Unterscheidung zum Tarifabschluss der Länder. Und da möchte ich Ihnen sagen, eine wesentliche Abweichung von der Tarifgemeinschaft der Länder ist die stufengleiche Höhergruppierung. Meine Damen und Herren, davon profitieren in unserem Lande vor allen Dingen die Leistungsträger. Und da muss ich schon sagen, ich bedauere sehr, Herr Kollege Greilich, dass ausgerechnet die FDP nunmehr seit der letzten Plenarrunde und heute wieder vorgetragen dem leistungsfeindlichen TDL anhängt. Das muss ich schon sagen, ist wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Wir haben hier einen Tarifvertrag, der die Leistungsträger, wovon die Leistungsträger in Zukunft besonders profitieren werden. Ich finde, das ist eine gute Regelung, die wir dort getroffen haben. Aber da Sie sozusagen ja auch immer darauf Wert legen, was andere sagen, möchte ich hier die Gewerkschaft Deutscher Beamtenbund und Tarifunion in diesem Zusammenhang mal zitieren. Ich zitiere: Hessen ist das einzige Land, das eingesehen hat, dass die bisherige Höhergruppierungsvorschrift mehr Frust als Motivation bei den Beschäftigten hervorgerufen hat. Die Tarifgemeinschaft deutscher Länder wollte in der letzten Einkommensrunde keine Verbesserung dieser Höhergruppierungsvorschrift. Hier hat das Land Hessen Flagge gezeigt, meine Damen und Herren. Leistung lohnt sich in Hessen mehr denn je. Eine gute Antwort, die wir den Beschäftigten geben. Während in der Tarifgemeinschaft der deutschen Länder über das Thema Fachkräfte nachgedacht wird und sich überlegt wird, wie man in Zukunft Verhandlungen führen kann, haben wir im Tarifvertrag Hessen eine Fachkräftezulage für Ärzte, für Ingenieure und für die Beschäftigten in der IT-Technik von bis zu rund 1.000 € im Monat vereinbart, meine Damen und Herren. Das ist der hessische Weg, der vorausschauend ist, meine Damen und Herren. Also nicht nur über Fachkräftemangel lamentieren, sondern konkret etwas tun und handeln. Wir haben es im Tarifvertrag Hessen gemacht. Das ist eine gute, eine wegweisende Vereinbarung, die wir getroffen haben. Wir hätten gerne mehr gemacht. Aber da muss man sagen, das ist in einem fairen Wettbewerb. Und der Kollege Schaus, also seien Sie mir nicht böse. Sie haben hier häufiger schon erklärt, dass Sie lange Zeit Tarifverhandlungen hinter sich haben. Da wissen Sie ganz genau, dass niemand einem anderen in einem solchen Tarifgespräch etwas aufzwingen kann, sondern es ist eine Verhandlung, und es wird hinterher ein partnerschaftlicher Ausgleich gefunden, ein fairer Ausgleich, wie ich finde, wie nicht nur ich finde, sondern wie auch
die Kolleginnen und Kollegen von den Gewerkschaften, meine Verhandlungspartner, hinterher gesagt haben. Faire Verhandlungen, ein gutes Ergebnis, was wir gemeinsam erreicht haben, meine Damen und Herren. Wir hätten gerne mehr erreicht. Wir hätten gerne mehr erreicht. Wir haben im Tarif in der Wir hatten vorgeschlagen eine Neustrukturierung der Entgeltgruppe 9. Da sind wir noch nicht vorangekommen. Da bleiben wir im Interesse der Beschäftigten auch dran. Ein wesentlicher Unterschied zur Tarifgemeinschaft der Länder ist das Verbot der Vollverschleierung. Ja, meine Damen und Herren, das haben wir im Tarifvertrag vereinbart. Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier einen Dissens haben über die Frage, dass selbstverständlich in Behörden des Landes Hessen eine offene Kommunikation sozusagen als Grundpfeiler unserer freiheitlich-demokratischen Gesellschaft mit dazugehört. Da kann es doch hier im Hessischen Landtag keine zwei Meinungen zu geben, dass wir offen miteinander kommunizieren und dass vor allen Dingen die Behörden offen kommunizieren, meine Damen und Herren. Und wir sind, meine Damen und Herren, der Auffassung gewesen, dass wir, und zwar nicht erst um einen Fall abzuwarten, sondern um eine Regelung am Ende hinzubekommen, wir sind der Auffassung gewesen, dass wir das regeln müssen. Und wir tun das für die Beamtinnen und Beamten im Moment im Beamtenstatusgesetz auf der Bundesebene. Das muss man einfach wissen. Dort gibt es in Zukunft, wenn das Gesetzgebungsverfahren beendet ist, gibt es ein Vollverschleierungsverbot für alle Beamtinnen und Beamten in ganz Deutschland. Und jetzt sagen Sie, Herr Kollege Greilich, es sei eine Schnapsidee. Es ist keine Schnapsidee, dass wir für die Tarifbeschäftigten, die von dieser beamtenrechtlichen Regelung natürlich nicht beeinflusst sind, dass wir eine tarifvertragliche Regelung für die Tarifbeschäftigten gefunden haben. Und zwar, wie kann man es fairer machen, als in einem fairen Tarifgespräch zwischen den Tarifpartnern, die miteinander vereinbaren, dass diese selbstverständliche offene Kommunikation in unseren Behörden auch für die Tarifbeschäftigten gilt. Fairer kann man einen solchen Vorgang nicht verankern. Und deswegen ist es richtig, dass wir es im Tarifvertrag gemacht haben. Lassen Sie mich den besonders sehenswerten Treffer dann zum Abschluss auch noch kurz darstellen. Ja, meine Damen und Herren, wir haben uns mit den im Tarifvertrag Hessen, wir übertragen das auf die Beamtinnen und Beamten, auf eine Freifahrtberechtigung, auf ein neues Jobticket mit den Mitarbeiterinnen, also mit den Tarifpartnern geeinigt und wie gesagt, wir übertragen es für die Beamtinnen und Beamten im Lande Hessen. Und meine Damen und Herren, das ist eine Attraktivitätssteigerung für das Land Hessen als Arbeitgeber, meine Damen und Herren. Wir lamentieren nicht darüber, dass wir in Zukunft im Wettbewerb um Fachkräfte stehen, sondern wir tun im Jahr 2017 konkret etwas dafür, indem wir es für Tarifbeschäftigte und die Beamtinnen und Beamten eben eine solche Leistung vereinbaren, die tatsächlich richtig Geld in der Tasche für die Kolleginnen und Kollegen im Lande bedeutet und die das Land als Arbeitgeber hochattraktiv macht, auch für die Zukunft. Und deswegen ist das eine herausragende Leistung, die wir dort anbieten. Das Schöne, meine Damen und Herren, ist, dass wir unsere umwelt- und verkehrspolitischen Ziele, die wir damit verbinden, ebenfalls damit umsetzen können. Wir sind Vorreiter in diesem Bereich, eine wunderbare, am Ende auch wunderbare Unterscheidung gegenüber anderen Ländern. Es macht uns eben auch im Wettbewerb der Länder attraktiver. Und insofern ist das ebenfalls eine gute Lösung. Meine Damen und Herren, letzter Punkt. Wir haben neben weiteren familienfreundlichen Spezifika im Hessentarif uns auch darauf verständigt, dass wir die faktisch zur 40-Stunden-Woche für die Beamtinnen und Beamten zurückkehren. Zwar müssen 41 noch gearbeitet werden, aber durch die Gutschrift der 41. Stunde auf dem Lebensarbeitszeitkonto, was wir deutlich flexibler bei der Abrufung gestalten werden, haben wir es dort für die Beamtinnen und Beamten ebenfalls noch einmal zusätzlich attraktiv gemacht. Ein wunderbares Paket, was wir hier für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschnürt haben. Wir konnten das leisten, weil die wirtschaftliche Entwicklung des Landes so war und wir die finanziellen Möglichkeiten haben. Wir tun das gerne,
weil wir wissen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes für uns herausragende Dienste leisten. In diesem Sinne freuen wir uns mit den Landesbediensteten über diesen Abschluss und über die Übertragung auf die Beamtinnen und Beamten. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Die Debatte ist beendet. Wir kommen zur Abstimmung der Anträge. Zunächst Entschließungsantrag der Fraktionen CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, 19/46/60. Wer stimmt zu? CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Wer ist dagegen? SPD, FDP, DIE LINKE und die Frau Kollegin Öztürk. Damit ist der Antrag beschlossen. Ich rufe auf den Antrag der Fraktion der SPD. 19/46/20. Stimmen wir auch ab. Wer ist dafür? SPD, FDP, BÜNDNIS 90 die LINKEN und die Frau Öztürk. Wer ist dagegen? CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Damit ist dieser Antrag abgelehnt.